Herr Friedmann, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, es freut mich sehr. Ja, vielen Dank, Herr Friedmann. Wie die Medien berichteten, hat Deutschland ein weiteres U-Boot an Israel geliefert bzw. Israel übergeben. Das ist bereits das fünfte, das Israel übergeben worden ist. Wozu dienen diese U-Boote? Tja, wie gesagt, das fünfte U-Boot wurde am vergangenen Montag, am 29. April übergeben in Kiel an der Werft. Es waren israelische Militärs und Vertreter des Verteidigungsministeriums dort und gleichzeitig mit ihren Gegenüber von der deutschen Seite. Diese Dolphin-Klasse U-Boote sind laut eigenen Angaben der Israelis eine die modernsten U-Boote überhaupt, ja. Und wozu dienen sie? Ja, offiziell dienen sie der Verteidigung. Nur jeder weiß, dass U-Boote noch nie in den letzten 100 Jahren eine Verteidigungswaffe waren. Sie wurden immer als Angriffswaffe verwendet. Nicht? Und das ist jetzt die große Frage, nicht? Was machen die Israelis damit? Herr Friedmann, wie Sie wissen, darf Deutschland nach der deutschen Verfassung keine Waffen in Krisengebiete schicken, wozu auch Israel gehört. Weshalb missachtet die Bundesregierung selbst die eigene Verfassung? Ja, das ist schon lange wird das ja kritisiert, dass die deutsche Bundesregierung die eigenen Gesetze bricht betreffend Lieferung von Waffen in Krisengebiete. Und der Nahe Osten ist ja wohl das Krisengebiet schlechthin auf der Welt. Ja, also ganz klar illegal, aber trotzdem machen sie es mit der Ausrede, Deutschland hat die Pflicht, Israel sozusagen die Sicherheit zu verteidigen. Ja, also das ist ja Staatsräson, hat ja die Merkel vor der Knesset 2008 ausgedrückt. Und so wird dieses Gesetz sozusagen umgangen, ja. Aber Israel ist bekanntlich eines der stärksten militärischen Macht in der Welt. Deshalb ist das Land überhaupt nicht so auf solche U-Boote angewiesen, mit denen Waffenarsenal, das das Land besitzt, kann bereits vieles anrichten. Ja, natürlich, weil das Interessante ist, dass die letzten drei U-Boote sind ja interessanterweise mit viel größeren Torpedorohren ausgestattet worden. Also die sind im Durchmesser viel größer und können deshalb Marschflugkörper abschießen. Also nicht nur Torpedos, sondern durch die größeren Durchmesser auch Marschflugkörper. Und diese Marschflugkörper, wie sagen wir, Waffenexperten sagen, können dann mit Atomsprengköpfen ausgestattet werden. Und das ist natürlich in der Meinung von mir und vielen anderen eine wirklich heimtückische Waffe, dass man unter Wasser sowas völlig unsichtbar losschießen kann, ja. Und diese Marschflugkörper dann über hunderte oder tausend Kilometer dann angreifen können. Also ich sehe da keinen Sinn. Also mit Verteidigung hat das überhaupt nichts zu tun. Deutschland sei historisch verpflichtet, Israel beizustehen. Das ist jedenfalls der Vorwand oder die Begründung für Lieferung von solchen Waffen. Aber was kann überhaupt die neue Generation dafür, was vor vielen Jahren deutsche Politiker gemacht haben? Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja immer die große Frage, nicht? Die sich viele junge Deutsche stellen, dass sie sagen, was habe ich damit zu tun? Und was ja noch dazu kommt,
diese ganzen U-Boote, die werden ja, die ersten zwei sind ja praktisch geschenkt worden und die letzten drei jetzt, die werden zu einem Drittel finanziert durch den deutschen Steuerzahler. Also wieso muss der deutsche Steuerzahler die drei U-Boote kosten jeweils 500 Millionen Euro, also 1,5 Milliarden. Und davon zahlt der deutsche Steuerzahler 500 Millionen. Also überall soll gespart werden, die Kindergärten werden geschlossen, die Bibliotheken, die Schwimmbäder, weil die Gemeinden kein Geld haben in Deutschland. Auf der anderen Seite haut man diese Summen raus. Also das ist wirklich sehr unverständlich, ja. Immer mit dieser Begründung dieser Schuld. Herr Friedmann, auf der anderen sieht man, dass dadurch Israel in der Region militärisch gestärkt wird. Und es gibt, wie Sie wissen, wie alle wissen, sehr viele Konflikte, und diese Waffen können diese Konflikte noch verschärfen. Also trägt Deutschland dazu bei, dass neue Konflikte entstehen? Natürlich, und das wird ja auch dauernd gesagt von unabhängig denkenden Menschen. Aber sobald diese so ein Bedenken äußern, werden sie ja sofort mit antisemitischen Klischees niedergemacht, oder? Meinen wir, ich möchte nur daran erinnern, dass ja der Günter Grass mit seinem Gedicht ja auch diese Bedenken geäußert hat. Und wie ist der fertig gemacht worden, oder? Und das ist natürlich schon richtig, dass Deutschland da etwas beiträgt, was im Endeffekt zu einem Atomkrieg führen könnte. Ja, also die Mittel sind auf jeden Fall dadurch geliefert worden. Und das ist natürlich wirklich meiner Meinung nach ein Skandal, ja. Also so, das kann man einfach nicht machen. Denn wenn man sich auf die Vergangenheit beruft, dann muss man ja auch die andere Vergangenheit der Kriegsführung von Deutschland erwähnen, oder? Laut Verfassung heißt ja, dass kein Krieg von deutschem Boden mehr ausgehen darf, ja. Das wird ja auch dann verletzt. Aber wir sehen, dass Deutschland immer weiter in Kriege und Konflikte involviert wird, wogegen sich die Menschen in Deutschland wehren. Weshalb hören die Politiker überhaupt nicht auf ihre eigenen Bürger? Weil Deutschland nicht souverän ist, sondern es ist eine Kolonie Amerikas. Deutschland ist noch besetzt. Es sind 70.000 Soldaten hier, die Deutschland besetzen. Und deswegen ist Deutschland nicht souverän, kann nicht selber entscheiden, sondern muss mehr oder weniger den Befehlen gehorchen und in dieser ganzen Kriegsmaschinerie, die abläuft, mitmachen. Es ist ja eine Tatsache, dass wenn Deutschland nicht Flugplätze und Militärbasen zur Verfügung stellen würde, könnte Amerika ja keinen einzigen Krieg führen. Das ist die Drehscheibe zu allen Kriegen, ja, logistisch gesehen. Das heißt, Deutschland muss ja nicht unbedingt Soldaten schicken, obwohl sie es in Afghanistan ja machen, aber alleine, dass sie die Logistik zur Verfügung stellen, damit man Kriege führen, sind sie ja mit beteiligt, ja. Und das hat einfach damit zu tun, dass Deutschland einfach in dem Sinne nichts zu sagen hat, oder? Herr Friedmann, aber was ist nun zu tun? Das ist die Politik, wie Sie beschrieben haben. Gibt es überhaupt Möglichkeit, auf die Politik der Bundesregierung einzuwirken diesbezüglich? Kaum, denn die Medien sind ja voll sozusagen auch auf dieses Programm eingeschworen, ne? Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel die allmächtige Springerpresse, jeder, der dort als Journalist arbeitet, muss ja eine Klausel unterschreiben, ja, nie Kritisches über Israel zu berichten.
in seinem Arbeitsvertrag. Also, was ist denn das für ein Journalismus, wenn man das, wenn es Tabuthemen gibt, ja? Und das wäre eine Sache. Dann sind natürlich so, dass alle Politiker, die was werden wollen, die müssen zum Beispiel in der Transatlantikbrücke sein. Das ist so eine Organisation, die auch diese ganze NATO-Doktrin und amerikanische imperialistische Politik fördert. Und nur diese Leute, die durch diese ganze Geschichte laufen, kommen überhaupt nach oben. Ja, das sind alle diese verschiedenen Wege, wie das überhaupt läuft. Und deswegen ist es sehr schwierig, da irgendwie zu protestieren. Und dann werden natürlich die Leute voll Gehirn gewaschen. Das fängt ja schon in der Schule an, ja, und geht dann weiter. Das sieht man, wenn man die Nachrichten anschaut, in der Tagesschau oder so. Das ist ja alles voreingenommen, immer in eine Richtung nur, ja. Und jeder, der irgendwie mal selbstständig denkt und kritisch sich äußert und Fragen stellt, der wird, wie gesagt, niedergemacht. Ja. Vielen Dank, Herr Friemann, für diese Erläuterungen. Gern geschehen.